Und ja, jetzt möchte ich mit dem Chipper den Ball an die Fahne bringen. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, liebe Freunde, die ersten 9 Löcher liegen hinter uns. 47 Schläge sind es geworden. Ist jetzt nicht wirklich berauschend. Ihr habt es ja selbst auch gesehen. Ja, ich habe halt keine wirkliche Kontrolle über die Schlagfläche und deswegen sind die mal links und mal rechts. Ja, mir gehen da im Moment auch so ein bisschen die Ideen aus. Das ist auch das, warum ich bei 20 hängen bleibe. Ich habe zwischendurch immer tolle Schläge und dann kommen dann wieder solche, ja, Spezialschläge, nenne ich es mal. So, die Bahn 10 ist ein Dogleg nach rechts. Wir müssen über diese kleine Kuppe da hoch. Ich nehme jetzt das Hybrid und möchte den einfach nur geradeaus hochspielen. Wie immer, geradeaus möchte ich. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Er ist zwar ein bisschen auf der linken Seite. Der liegt aber im Hang. Alles in Ordnung. Das war jetzt das erste Mal seit ewiger Zeit, dass ich dieses Hybrid mal in die Hand genommen habe. Ich mache ja nochmal alles im Moment mit meinen Eisen. So, ganz da hinten, da haben wir abgeschlagen. Und meine Position ist jetzt diese. Ich sehe also eigentlich gar nichts. Also gehe ich jetzt mal mit euch hier rüber, damit ihr mal seht, wie sowas dann hier aussieht. Da hinten ist dann die Fahne. Da müssen wir hin. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, irgendwo so in diesem Bereich zu spielen. Ja, es werden auch noch so 170 Meter sein, bestimmt. Das sind nur noch so 143 Meter. Ich nehme da das Eisen 7 in der Hoffnung, den so brauchbar hier an der Baumreihe entlang zu spielen. Mal gucken. Das ist ganz gut gelungen, glaube ich. Oh. Naja, nicht so ganz wirklich. Der liegt da oben, keine Ahnung. Das hat jetzt dann doch besser geklappt, als ich es befürchtet habe, als es von da hinten aussah. Es war eigentlich ganz ordentlich gespielt. So, hier hilft jetzt natürlich nur ein Pitch. Und der ist viel zu kurz, der ist schlecht. Ja, der war einfach schlecht. Ja, hier die Bahn 10 endet direkt an zwei Wohnhäuser, die natürlich durch Zäune geschützt sind. Und ja, jetzt möchte ich mit dem Chipper den Ball an die Fahne bringen. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das folgende Video wird euch präsentiert von golfaktiv.com. Golfaktiv.com, das ist das Online-Versandhaus für den Golfer und die Golferin. Schaut gerne mal rein, in dem Shop findet ihr alles, wirklich alles, was das Golferherz so begehrt. Vom Trolley hin zum Bag, über den Schläger, auch zur Kleidung und auch Liebhaber anderer Sportarten werden dort fündig werden. Golfaktiv.com. So, das dürfte dann hier, wenn ich jetzt nicht alles falsch mache, aus 80 cm das Bogie werden, das ist auch okay. Das ist zwar alles nicht gut gespielt, aber es reicht dann irgendwie dann doch irgendwie aus. Ja, sicher die 5 gespielt. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, Bogie, okay, alles gut. 47 plus 5 haben wir jetzt 52. Wir sind auf Bahn 11, ein paar 3, 152 Meter und ja, das, ihr seht schon, das ist so ein bisschen hügelig,
davor. Also der Platz, wie gesagt, ich habe es schon mehrfach erwähnt, ist anspruchsvoll, definitiv. Ist auch sehr eng an vielen Stellen. Also der, muss ich sagen, fordert schon. Also die Spieler und Spielerinnen, die hier beheimatet sind, die werden sich wahrscheinlich auf jedem Platz wohlfühlen, wenn der auch ein bisschen enger ist, weil die sind es dann von zu Hause aus gewohnt. Aber wie gesagt, schöner Platz. Alles gut. Und wieder nach rechts. Ja, der ist oben. Ist aber rechts vom Grün, aber der ist da. Ja, wie gesagt, das Drama geht halt immer weiter. Es ist nicht schlimm, es ist alles in Ordnung. Die kommen ja auch irgendwie da immer halbwegs zum Ziel. Ich kann den jetzt zurückchippen und wahrscheinlich spiele ich hier im Bogey. Aber das ist ja nicht das, was man will. Man möchte ja schon geradeaus spielen und nicht immer eine Kurve nach links oder nach rechts haben. Also ich bin da mittlerweile auch ein bisschen ratlos, ehrlicherweise. Der Ball ist jetzt halt dann hier auf der rechten Seite vom Abschlag. Ich werde jetzt mit dem Chipper in eure Richtung spielen. Das ist jetzt so eine Geschichte, wo ich mich sehr stark in den Hang hineinschiebe und den Ball herabspiele. Ui, der kommt gerade bei euch auf oder an. Wobei das jetzt eigentlich ganz gut gelungen ist. Das war eine schwere Position. Dafür ist das alles gut gelaufen. Ihr werdet es gleich sehen. Ist wahrscheinlich 3 Meter zu lang, aber das war, wie gesagt, für mich auch schwierig zu machen. So, ich denke, jetzt seht ihr, was ich meine. Der war dann schon 5 Meter bestimmt zu lang. Aber wie ich dann eben schon hinten am Abschlag, nach dem Abschlag gesagt habe, solche Sachen, das reicht dann im Regelfall unter normalen Bedingungen zu einem Bogey. Und so sieht es jetzt auch aus. Es ist ein paar 3. Der erste da in Hang, der zweite jetzt hier und jetzt der dritte. Mit ganz viel Glück kann er ja auch reingehen sogar. Aber zu 4 sollte es dann aber bitte auf jeden Fall lang. Und das langt sogar zum Paar. Ja, Golf ist manchmal verrückt. Das war jetzt nur wirklich so ein gekurvter Abschlag dahin. Dann viel zu weit mit dem Chipper, wobei das trotzdem gut war aus der Position. Ich bin damit sehr einverstanden. Ja, und dann rollt sich der Putt aus 5 Meter zum Paar hinein. Ja, das ist Golf und darum macht es ja so viel Spaß. Es klappt zwar oftmals vieles nicht, aber dann klappen auch wieder Dinge, wo du denkst, naja, die müssen ja gar nicht klappen. Es ist einfach. Das ist der geilste Sport der Welt, oder? Ich denke, da sind wir uns einig. So, wie ihr seht, Abschlag ist hier und ich muss jetzt ganz da vorne hinlaufen, um zu sehen, ob hinter dem Abhang irgendjemand ist. Ja, das Paar, was vor mir spielt, ganz lieb, die haben jetzt den Gong geläutet, wobei ich sage, den Gong hört man da hinten am Abschlag nicht. So, jetzt gucke ich mir das aber trotzdem an, ich spiele lieber zu kurz. Ich möchte auf keinen Fall die beiden in Gefahr bringen, weil wenn ich richtig durchzimmere, ich weiß nicht, wie lang die Bahn ist, das geht halt bergab und dann rollen die dann doch relativ lang nach. Und ihr kennt meine Meinung, niemals geht man auf dem Golfplatz ein Risiko ein. Und ihr könnt das auch sehen, ich blende euch die Karte jetzt hier nochmal gleich ein. Bis zur Mitte unten sind es 148 Meter, ich nehme da jetzt ein 6er Eisen. Damit sind die auf keinen Fall in Gefahr. Und ja, jetzt geht es darum, den Ball auch geradeaus zu spielen. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. Das wäre jetzt hier natürlich ultimativ wichtig. Die Grasnarbe hier ist sehr hoch. Ich weiß nicht, warum sie das hier nicht gemäht haben. Keine Ahnung, gut, stört jetzt nicht, aber so, also da vorne seht ihr diesen Pfeiler. Das ist so ungefähr auch die Richtungsmarkierung. Da sollte der Ball im Idealfall drüber gehen. Und der ist auf jeden Fall schlecht. Da spielen wir mal direkt noch einen zweiten hinterher. So, dann wollen wir jetzt mal schauen. Also der muss da vorne über den Pfahl drüber. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir das schaffen. Der ist genauso. Wir gucken mal, ob wir einen von beiden finden.
keine gute Geschichte hier. So, also jetzt nehme ich euch dann direkt mal mit, wie das dann aussieht. Das ist schon schwierig, also so blinde Abschläge, gerade für mich auf einem fremden Platz, das ist schon immer hammerhart. Ich glaube, die liegen beide. Also das geht da unten dann so breit rechts raus. Ich glaube, das seht ihr auch. Also ich hätte den zweiten gar nicht schlagen müssen. Die sind beide da. Das ist zwar nicht schön, wenn die so weit rechts sind. Ja, also ich sehe da unten zumindest schon mal einen liegen. Also das öffnet sich dann hier sehr schön. Ich finde, das ist toll gemacht grundsätzlich, wirklich. Da sind jetzt vielleicht noch so 70, 80 Meter. Bis zum Grün. Wollen wir mal eben kurz noch mal gucken. Ja, alles gut. Ich werde den jetzt versuchen, da irgendwie flach dran vorbeizuspielen. Naja, flach war das nicht, aber gar nicht so schlecht. Ja, ist im Bunker. Leider ist der zweite Schlag dann in den Bunker gegangen hier. Ah, ja. Da müssen wir jetzt schauen, dass wir den irgendwie dorthin bekommen, an die Fahne. Ja, das war jetzt okay. Ist dann allerdings schon der dritte. Müssen wir jetzt gucken, dass wir mit zwei Schlägen ins Loch kommen. Damit wir uns zumindest unser Bogie spielen. Ich zeige euch gleich nochmal mit der Kamera den Berg von hier unten, also das, wo man hier runter spielt. Sieht schon toll aus, also ist gut gemacht, wirklich. Ja, easy Bogie, würde ich sagen. Das können wir hier, was machen wir jetzt hier mal so mit Schläger so dazwischen? Ja, die 5. Alles gut. Das passt für mich. So, zeige ich euch den Blick hier von der Fahne aus nach oben in diesen Hang rein. Von da oben haben wir praktisch, oder ich jetzt in dem Fall, heruntergeschlagen hier dann an diese Fahne. Und jetzt scheint auch wieder die Sonne. Es ist halt sehr wechselhaft zwischen Regen und Sonne. Ist heute hier wirklich alles dabei. Ja, das ist natürlich sehr nett. Die lassen mich jetzt durchspielen. Ob das eine gute Idee ist, werden wir gleich rausfinden. Mal gucken, ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Aber nett ist es in jedem Fall von den beiden. So. Mal gucken, ob wir den da oben irgendwie hinkriegen, den Ball hier. Ja, der liegt da oben, alles gut. So, jetzt haben wir hier vorne die Fahne schon vor uns. Da vorne ist der Ball. So, mal gucken, den kriegen wir jetzt dann schon da schnell eben hingespielt. So, dann machen wir das mal eben schnell hier. So, in all der Hektik haben wir jetzt den Schlag nicht aufgenommen. Das ist natürlich super ärgerlich, weil das ist ein guter Schlag gewesen. 96 Meter waren es. Habe das Gap-Badge genommen hier in den Hang rein und habe den da auch wirklich gut hingespielt. Der liegt jetzt oben drauf. Das war der zweite. Hier ist ein paar 4. Ja, können wir schon mal gut mit leben. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Vielleicht kriegen wir ja hier jetzt auf der 13 ein paar hin. So, wie immer, Pitchmarken ausbessern. Ihr kennt mich. Das machen wir immer. So, das ist jetzt sogar der Putt zum Birdie. Und mal gucken, wir bemühen uns mal, ob wir das hinbekommen. Mal schauen. Oh, ich merke schon vom Stand, ich stehe sehr über dem Ball.
Oh, das sieht gut aus. Ah, bricht mir weg. Schade, schade. So wird's das Easy Paar. Ja, schön. Pärchen. Sehr gut. Bin ich natürlich happy. Mega, schön. Super. Und das unter Pressure, unter Druck hier. Ja, das ist hier das Hundebein. Leider habe ich den Schlag nicht aufgenommen. Der Ball liegt aber da vorne bei den Bäumen. Und ich habe jetzt nicht die Zeit, weil Leute hinter mir sind, um hier jetzt lange rumzumachen und noch einen Ball zu spielen. Damit ihr das seht, müsst ihr mir das jetzt glauben, dass der Ball von mir da unten liegt. So, da hinten, da ist die, da neben den Bäumen ist die Fahne. Ich messe das jetzt mal eben aus. Das hängt nach links runter. Ich werde jetzt aber trotzdem versuchen, rechts an den Bäumen oder beziehungsweise über die Bäume drüber wegzuspielen. Das sind 174 Meter. Ich nehme, weil ich da sicherlich nicht mit, also nicht stressfrei hinkomme, machen wir das hier so, dass wir hier nur das Eisen 7 nehmen, um den Safe in die richtige Position zu kriegen. Ich stehe allerdings hier hangabwärts. Das ist nicht so das, was ich am liebsten habe. Ach du grüne Sch**. Habe ich den denn hingespielt? Ja, das ist wieder sehr grausam, was ich mir hier zurecht spiele. Schwierig. Das kann man als Glück im Unglück bezeichnen. Da vorne ist der Abschlag der 15. Ich habe den hier voll rüber gehuckt. Aber da vor mir niemand ist, ist das nicht so schlimm. Jetzt hängt das Grün der 14 runter. Es geht jetzt also darum, den irgendwie zum Halten zu kriegen. Das wird gar nicht einfach. Das heißt, lieber zu kurz als zu lang. Wir wollen jetzt mal schauen, dass wir das halbwegs sicher hinbekommen. Ja, das ist dann die Angst, wenn man weiß, dahinter geht's runter. Ha. Viel besser ist unsere Situation hier jetzt auch nicht. Aber jetzt müssen wir gucken, dass wir den jetzt tatsächlich da irgendwie hinbekommen. Ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus, ja. Das ist okay, das ist okay. Leider ist das jetzt schon der fünfte Schlag. Das ist natürlich nicht so schön. Also ich liege mit dem vierten auf dem Par 4 jetzt hier am Grün. Ich muss jetzt gucken, dass es nicht schlimmer als ein Doppelbogey wieder wird. Ja, es ist leider nicht konstant. Ui, da wartet noch eine Aufgabe auf mich. Der rollt mir noch ganz schön weit weg. So, zur 6 müssen wir den versenken, wenn wir nicht wieder eins dieser Löcher haben wollen, von denen ich immer so oft in den Videos spreche, dass ich die vermeiden möchte. Ich spreche es auch bewusst nicht aus, weil ich möchte jetzt hier das Doppelbogey spielen. Tun wir aber nicht. Wir spielen das unaussprechliche Triple-Bogey. Da ist es. Ah, schrecklich. Aber ist auch schlimm gespielt, muss man sagen. Ist einfach nicht konstant. Bahn 15, ein Paar 5. Wir müssen da hinten in Richtung dieser beiden Bäume spielen. Das werden wir jetzt auch machen, indem wir dafür ich wechsle mal den Ball. Der gefällt mir nicht so. Wir nehmen das Eisen 5, weil das ist mir hier alles ein bisschen risky mit meinem Golfschwung hier aktuell. So, mal gucken, dass wir den jetzt da oben einfach nur hochspielen. Ja, ich habe kaum was gesehen, aber ich glaube, der ist irgendwie über den Damenabschlag rübergehuppelt. So, Eisen 9 über dem Baum. Muss es richten. Das ist jetzt hier tatsächlich so eine Ecke für mich, die sehr schwierig ist, weil wenn man den Platz nicht kennt, so dieser Baum da, der schräge, den ihr da auch seht, der ist 140 Meter entfernt. Das heißt, ich versuche jetzt mit dem 7er Eisen links von dem zu bleiben, nämlich oben auf diesen etwas kleinen Kugeligen. Und damit ich dann da weiterspielen kann. Aber es ist halt schon so eine kleine blinde Fahrt hier jetzt im Moment. Ja, perfekt. Super, genauso sollte der sein. Optimal, ja, ui, jetzt springt er ein bisschen nach rechts weg, aber der wird liegen, das ist gut.
So Leute, das muss ich euch dann natürlich schon zeigen. Jetzt öffnet sich hier dann das Panorama. Das ist dann natürlich schon super schön, also wirklich toll. So, da ist mein Ball da unten. Von da hinten kommen wir. Und schaut mal da hinten. Wahnsinn. Super schön gelegen hier. Und da oben ist meine Fahne. Da wollen wir jetzt hin. Ja, ihr Lieben, ihr kennt mich ja. Ich bin ja jemand, der immer sehr schnell auch begeistert ist. Aber hier in dem Fall wirklich. Also wenn ich jetzt hier so stehe. Es ist schwer, weil es alles ganz viele blinde Schläge sind. Wenn du noch nie hier gewesen bist, dann ist dieser Platz echt schwierig. Weil du ganz viele blinde Schläge hast. Es geht auch hier rauf und runter. Man sieht es jetzt auch hier. Mein Schlag ist so rumgekurvt, weil er einfach mit dem Hang hier runtergelaufen ist. Das ist so eine Neigung hier. Und da hinten gleich von oben werden wir es sehen können. Ein traumhafter Blick ins Tal. Es ist einfach wunderschön. Ich habe echt das tollste Hobby der Welt. Ich spiele Golf. Es ist einfach so geil. So herrlich. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir auch schöne Schläge hinkriegen. So, das ist der vierte Schlag. Ja, der ist unter Umständen ein kleinen Tucken zu lang, aber es ist das vierte Schlag gewesen. Supi! Ja, ich nehme euch jetzt dann mit zu meinem Ball. Ich möchte einfach, dass ihr diese Atmosphäre so ein bisschen mit aufsaugt und das da vorne auch seht. Das ist ja wirklich ein Traum, oder? Also ganz im Ernst, das ist schon... Sie versprechen nicht zu viel auf der Webseite, wenn Sie sagen Golf mit Weitblick. Also spätestens hier am Grün der 15 wird das dann wahrhaftig wahr. Auf diesem Par 5 bringe ich jetzt zum fünften Schlag meinen Chipper zum Einsatz. Denn das ist der Schläger, der mir jetzt hier am meisten weiterhilft. Ich bin noch im Vorgrün, im Semiraff hier. So. Ja, ein Tucken zu weit nach links. Aber das war der fünfte. Wir haben auf jeden Fall eine reelle Bogey-Chance. Bin ich ganz zufrieden. Das ist alles okay. Man darf halt nicht vergessen, wenn man so einen Platz das erste Mal spielt, das ist dann schon immer so ein gewisser Druck. Gerade wenn es so ein hügeliger Platz ist wie dieser hier, dann ist es halt doppelt schwer, die richtige Richtung auch einzuhalten und auch das abzuschätzen. Nee. Ja, und das Lesen der Grüns fällt mir auch schwer. Eine 7, also ein Doppelbogie. Nicht das, was ich will. Ja, die ganze Golfanlage ist hier dann direkt an die Ortschaft herangebaut, hier so an den Hang. Und wir gehen jetzt auf die 16. Und die 16 ist ein Par 3 und geht dort hinten hin. Wenn die Statistik stimmt, dann ist das hier Handicap 18. Das heißt, das ist das leichteste Loch. Nun ja, 144 Meter, ein Par 3, gut beschützt von zwei Bunkern. Ob ich jetzt finde, dass das das leichteste Loch ist, weiß ich noch gar nicht so ganz genau. Bin ich mir noch gar nicht so sicher. Das werden wir uns jetzt mal anschauen. Ich nehme, wie gesagt, das 6er Eisen. Für mich als Linkshänder ist die Bahn definitiv alles andere als leicht. Denn Mr. Greenkeeper, wenn du das hier siehst, als Linkshänder habe ich hier schon ganz schön Druck. Ui, da habe ich Schwein gehabt. Der ist rechts auf die Kante und ist nach links zurückgekommen. Also haben wir jetzt sogar hier eine Paar-Chance. Also ja, gut, zu meinem Unvermögen kommt dann auch mal Glück. Ich bin dann doch dann ganz dankbar für sowas. Ja, für euch dann hier nochmal. Der ist dann da oben in diesen kleinen Hang rein und ist dann nach da hinten hinweggerollt. Glück gehabt. So, hier haben wir den sprichwörtlichen. Der sprichwörtliche Papst war in unserer Tasche, würde ich sagen. Ihr könnt das wahrscheinlich nicht sehen, aber das hängt so runter. Das heißt, ich werde deutlich nach rechts anspielen, also aus eurer Sicht links logischerweise. Und ja,
Es hängt auch noch vorne. Das heißt, ich muss den tendenziell eher kurz lassen, damit er mir nicht bei euch an der Ferne Füße rollt. Aber es ist ja sogar eine Birdie-Chance theoretisch jetzt hier. Und wir hatten was vorhin schon mal in den ersten, auf den ersten neun auch praktisch. So, komm. Nee, er hatte nie eine Chance. Leider zu vorsichtig gespielt. Jetzt muss der hier dann rein zum Paar. Nein, der läuft vorbei, ich werde verrückt. Oh Mann. Ein Dreipad, das ist ja grausam. Ein Bogi. Oh, schlimm. Die Bahn 17 will es dann noch mal wissen, da haben sie vor allen Dingen auch so bei 190 Meter Baum mit nichts hergestellt. Ihr seht ihn da hinten. Aber der ist jetzt mein Ziel, weil ich ja eine leichte Tendenz habe, nach rechts zu kurven, spiele ich den natürlich eher etwas links an. Darf ich ihn allerdings da hinten nicht spielen. Der Waldgott hat es gut mit mir gemeint. Der ist wieder zurückgesprungen. Hui, furchtbar. Die Bahn 17 will es dann noch mal wissen. Da haben sie vor allen Dingen auch so bei 190 Meter einen Baum mitten ins Fairway gestellt. Ihr seht ihn da hinten. Also der ist jetzt mein Ziel. Da ich ja eine leichte Tendenz habe, nach rechts zu kurven, spiele ich den natürlich eher etwas links an. Nee, so weit darf ich ihn allerdings da hinten nicht hinspielen. Der Waldgott hat es gut mit mir gemeint. Der ist wieder zurückgesprungen. Hui, furchtbar. Nach diesem gar scheußlichen Schlag, der da vorne an den Baum gegangen ist und dann hierhin zurückgesprungen ist, haben wir jetzt immer noch die Situation, dass wir irgendwie da Richtung von diesem Baum müssen. Das heißt, jetzt geht es eigentlich nur darum, ein Layup zu spielen mit dem Pitching Wedge. Ja, der liegt. Das hat funktioniert. So, das sind ausgemessene 90 Meter. Der Baum ist sehr nah, ich probiere es trotzdem, über den Baum zu spielen. Das wird gar nicht so einfach. Wir schauen mal, ob das klappt. Ah, das sieht ganz gut aus. Komm, sei lang genug. Ja, der ist drauf. Sehr schön, sehr gut. Das hat geklappt. Zwischendurch klappt ja dann doch mal was. Aber es ist schon zäh. Es ist echt schwierig. Weil ich spiele so unfassbar unkonstant, das ist echt schwierig. Ganz schlimm. Ja, hier muss ich dann doch nochmal einen kleinen Schwenker hier reinmachen, damit ihr das auch seht. Das ist wirklich schön. Ich weiß, das wird euch schon nerven mittlerweile, wenn ich immer sage, das ist schön. Aber es ist wirklich schön. Also, wenn ihr euch das hier mal so anschauen möchtet, der Rundblick hier oben von der 17. Schon schön. Also toll. Wirklich toll. Der hatte dann schon sehr stark Spin, denn geschlagen habe ich den von da und der ist wirklich nur noch 10-15 cm
von seiner Einschlagstelle entfernt zur Ruhe gekommen. Ja, war auch ein schöner Schlag. Bin ich auch sehr, sehr happy mit dem Gap Wedge 90 Meter gegen den Hang leicht. Das ist in Ordnung. Aber es war leider schon wieder der dritte, weil ja der Abschlag so schlecht war. Normal muss da unten der Abschlag liegen, ganz locker mit dem Fünfer-Eisen. Und dann muss der zweite hier hin. Und dann ist das hier das ist ein Loch, das bietet sich wirklich für einen Birdie fast schon an. Also, so, ich spiele jetzt hier praktisch mit dem ersten Putt zum Paar. Ich möchte ihm gerne eine Chance geben. Ja, die hat er auch gehabt. Sehr gut, okay, so wird es das Bogey. Das ist okay, das ist absolut in Ordnung. Ich muss das so nehmen aktuell bei meiner Spielklasse, leider. Ja, die 5. So, die 17 mit 5 gespielt. Ich nutze die Gelegenheit schon mal zum kleinen Resümee hier oben, weil ich habe ein bisschen Luft gerade nach hinten. Tja, was soll ich sagen? Mein Spiel, wenn das ansatzweise so gut wäre, wie der Platz mich tatsächlich begeistert, dann wäre ich Single-Handicapper. leider ist mein Spiel konträr zum Platz im Moment. Ich bin halt nicht konstant. Ich habe gute Schläge dabei, wirklich richtig, richtig gute Schläge. Gerade auch die Annäherung rund ums Grün und so weiter. Das klappt auch alles richtig toll. Aber ich habe halt ganz häufig von der Teebox ist das ganz schlimm. Die Hucken und die Drives sind ganz links und mal schauen. Vielleicht kriege ich das noch hin. Ich habe jetzt so einen kleinen Drill noch mir mal vorgenommen, im Durchschwung die Arme so zu machen. Also das im Training natürlich nur, nicht mit dem Putter, mit dem Eisen natürlich, um zu verhindern, dass ich dieses Flippen mit den Handgelenken mache. Nämlich um die Schlagfläche im Treffmoment stabil zu halten. Da gibt es von dem Christoph Bausek. Ein ganz, ganz toller Golf-Pro aus Österreich, ehemaliger Challenge-Tour-Spieler. Gibt es einen tollen Drill. Den probiere ich jetzt aus. Vielleicht kriege ich meine Schlagfläche dann damit zum Square, zum Treffmoment. Die Bahn 18, die 12. Leichteste Bahn. Wenn ich das richtig sehe, die gibt 12, ja. So, wir müssen da vorne über diesen weißen Pfahl drüber. Und die Bahn ist noch mal ein paar 5 mit 462 Meter. Ich nehme hier jetzt noch mal rücksichtsloserweise den Driver und den brezeln wir da jetzt einfach mal runter. Das ist die Bahn, die, wenn ich das halbwegs richtig im Überblick habe, ist das die Bahn, die zur Driving Range runtergeht. Hallo. So. Also Ziel ist da vorne der weiße Pfahl. Da müssen wir drüber weg und dann geht es nach so dann runter. So, der ist auf jeden Fall da. Jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Jetzt müssen wir gucken, dass wir mit einem Eisen 7 den runterspielen, da in diese Position links von diesem einzelnen Baum. Der muss jetzt im Prinzip einfach nur da herunter. Das sieht gut aus. Ja, perfekt. Ja, nach dem wieder mal grausamen, wirklich grausamen Abschlag war jetzt der zweite natürlich mega. So, jetzt spendiere ich euch noch mal einen kleinen Überblick von der Bahn 18 runter. Schaut man dann auf die Driving Range, die ist hier geht ja in so einen Hang rein. Ist aber grundsätzlich gut gemacht und man sieht auch da unten die Leute fleißig üben. Das Grün befindet sich dort hinter dem Baum. Da ich das aber noch nie angespielt habe, ist das Risiko mir auch zu groß. Ich lege den Ball jetzt hier ab, auch wenn das natürlich logischerweise einen Schlag mehr bedeutet. Spiele ich jetzt hier einfach nur ein Layup. Ja, genau da sollte er hin. Das war jetzt genau das, was ich vorhatte, weil das Risiko ist für mich zu groß. Ich habe keinen Plan, wie es genau dahinter aussieht. Ich bin hier ja noch nie gewesen. Beim nächsten Mal wüsste ich es natürlich und dann würde ich mit Sicherheit auch darüber spielen. Aber heute machen wir das nicht und so haben wir den dritten Schlag jetzt abgelegt.
Nun steht das letzte Anspiel dieser Runde bevor. Es ist Loch 18, es ist das letzte Grün. Ist toll eingebettet so in die Waldlandschaft. Und es sind 71 Meter bis zur Fahne. Es geht jetzt also darum, hier den vierten Schlag sicher aufs Grün zu bringen. Es sind ein paar 5, wie gesagt. Und ja, das Bogey zu spielen wäre noch schön. Ja, perfekt. Wenn ich alles so gut könnte wie die Anspiele der Grüns, ich wiederhole mich, dann sehe das alles anders aus. Aber ich, wie gesagt, ich habe es oben eben schon mal gerade eben an der 17 euch gezeigt. Dieses Flippen der Handgelenke macht es halt zum Glücksspiel, wie die Schlagfläche im Treffmoment steht. Und ich trainiere jetzt dieses Übertriebene, das ist halt ein Drill, wenn man zu aktive Handgelenke hat, um sich das abzugewöhnen. Da, das letzte Grün haben wir mit dem vierten Schlag getroffen. Ich suche jetzt gerade meine Pitchmarke, denn ihr kennt mich. Wenn ich meine Pitchmarke nicht finde, kann ich nicht gut schlafen. Ich bin da doch sehr penibel, was das angeht. Nur wenn ich keine finde, kann ich auch keine wegmachen. Also das Grün hier ist anscheinend so hart, dass ich tatsächlich keine Pitchmarke hinterlassen habe. Also seht es mir nach, ich finde sie nicht. So, das ist jetzt hier dann praktisch Schlag 5. Das ist jetzt ein Putt zum Paar. Und wenn wir den natürlich jetzt noch reinmachen würden, ja, es würde mich so ein bisschen versöhnen für das, was wir so jetzt bisher gemacht haben oder was ich euch so angeboten habe hier. Das hängt auch wieder leicht. Nicht ganz, aber so wird es das Bogey. Und mit dem Bogey bin ich auch total zufrieden. Das ist völlig in Ordnung. Die 6. Ja. Die 6 gespielt. Liebe Freunde, es ist vollbracht. So, wir haben jetzt da oben eben gerade die 5 gespielt. Und hier jetzt das Bogey, die 6. Das ergibt 5, 10, 13, 20, 24, 31, 41, 46 auf den zweiten 9. Damit haben wir gespielt eine 93. Das heißt, im Ergebnis ist das völlig in Ordnung. Es fühlt sich aber an wie eine 105. Jetzt muss man hier auch ganz klar sagen, der Platz hat viele kurze Bahnen. Das gibt einem immer noch wieder die Chance zurückzukommen, auch nach einem schlechten Abschlag. Das habe ich natürlich auch öfter gehabt. Davon habe ich dann auch profitiert. Ich würde jetzt mal sagen, das ist ja auch ein paar 71 Platz hier bei der Länge. Und wenn ich mein Spiel damit so in Korrelation bringe, dann ist das wahrscheinlich bei uns auf dem Platz irgendwo diese 97, 98, die ich normalerweise auch spielen würde. Das sind dann diese 4, 5 Paar 4s, die länger sind, wo ich halt den Einschlag mehr brauche. Grundsätzlich, gefühlt bin ich unzufrieden. Vom Ergebnis müsste ich aber eigentlich jubeln, weil das besser ist als das, was jetzt so die letzten Tage passiert war, also bevor ich hierher gefahren bin. Zum Platz hier ganz klar zu sagen, wenn ihr mal Lust habt und Laune habt Richtung Hannover, also irgendwo so zwischen... Bei Rinteln ist das hier relativ genau gesagt, Rinteln, Obernkirchen, das sind so, keine Ahnung, 30, 40 Kilometer, wahrscheinlich noch so bis Hannover oder 50. Als Gemarkung für euch, wenn jemand aus Stuttgart, was weiß ich, woher kommt, und mal nach Hamburg fährt, macht hier in Schaumburg in Obernkirchen mal Halt. Es lohnt sich, es ist wirklich ein schöner Platz, malerisch gelegen. Die Grüns sind top, also die Qualität vom Platz ist absolut so. An die Greenkeeper und an die Verantwortlichen hier vom Platz gibt es von mir wirklich absoluten Lob. Das habe ich dieses Jahr auf den vielen Plätzen, die ich schon gespielt habe. Ich habe nicht alle gefilmt, logischerweise. Das habe ich schon ganz anders gesehen. Also hier wirklich das Greenkeeper-Team, top, super Arbeit. Der Platz ist wirklich hier im Juli 2023 in absolut super Verfassung. Ich komme gerne wieder und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, all denen, die hier Mitglieder sind in dem Club, mal den eigenen Club gesehen zu haben, wie er denn so von jemand Fremden gespielt wird. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Freude bereitet. Bleibt beim Kanal dabei, abonniert mich, kommentiert und gebt mir bitte ein Like nach oben. So kann der Kanal wachsen und am Ende des Tages wird der ganze Community-Bereich dadurch größer. Und ich hoffe auch, dass mehr linkshändige Golfspieler und Spielerinnen den Weg auf diesen Kanal dadurch finden und vielleicht auch eine kleine Heimat finden, denn so viele Linkshänder-Golf-Channels gibt es auf YouTube nicht. Also, in dem Sinne, immer schönes Spiel. Und natürlich, bevor ich es vergesse, hier und jetzt
Im Anschluss kommen noch so ein paar Impressionen von der ganzen Anlage, vom Sekretariat, vom Clubhaus und von all dem, was da dran ist, der Parkplatz. Alles das zeige ich euch so ein bisschen nochmal in komprimierter Form, so wie ihr es von mir gewohnt seid. Also in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ja, das ist dann die erste Anlaufstelle, wenn man den Golfplatz hier betritt. Die Anmeldung im Sekretariat. Sehr kompetent und sehr nett wird einem hier sofort geholfen. Und ja, unweit davon, etwas links daneben, ist dann auch der Eingang zur Clubgastronomie, zum Clubhaus. Und sogar zwei Stellplätze für Elektrofahrzeuge sind hier am Golfclub vorhanden. Also das ist wirklich löblich. Die Stadtwerke Schaumburg-Lippe zeigen sich hier als sogenannter Energiemeister. Parkplätze sind auch mehr als ausreichend vorhanden. Hinter dem Gebäude dort hinten sind noch weitere Ausweichparkplätze. Also grundsätzlich Parkplatzmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden. So, doch hier gibt es dann noch Parkplätze. Das ist dann praktisch rückseitig zu dem Parkplatz am Sekretariat. Es ist wirklich für ausreichend Parkmöglichkeiten hier gesorgt, inklusive der Elektromobilitätsladestation. So, ja, der Bereich der Driving Range, das ist auch alles sehr schön und sehr sauber gemacht. Das ist hier dann der Eingang zum Ballautomaten und üblicherweise 1 Euro oder 2 Euro. Die Eimerchen stehen direkt da unten parat. Es gibt einen separaten Eingang hier in den Trainingsbereich. Der ist abgesperrt zur normalen Driving Range. Also das ist jetzt der Bereich, wo dann die Pros hier ihr Training vollführen. Die Driving Range bietet, ja, wie es fast üblich ist bei vielen Clubs, Abschläge von der Matte. Aber wie man sieht, darf auch davor abgeschlagen werden. Und auf der rechten Seite ist dann der Bereich, wo auch alle normalen Clubmitglieder und Gäste abschlagen dürfen. Wenn ihr dann mit der Bahn 9 fertig seid, ihr seht dort hinten die Fahne, da, dann müsst ihr einen relativ weiten Weg zur 10 gehen. Und zwar direkt hier dran lang. Da oben ist der Abschlag der 1. Dort hinter versteckt sich die Driving Range. Und um zur Bahn 10 zu gelangen, da nehme ich euch jetzt für mich hin, weil da soll es jetzt ja auch für mich weitergehen, zeige ich euch den Weg. Da ist schon ein bisschen weit und man könnte meinen, dass man sich verlaufen hätte. Aber es ist, wie gesagt, alles gut ausgeschildert. Und man findet das auch, wenn man weiß, wie es geht. Aber ich will euch ein bisschen leichter machen. Wenn ihr hier den Golfclub Schaumburg in Obernkirchen mal besuchen würdet oder besuchen werdet, vielmehr, dann habt das leichter und wisst schon genau, ich bin auf der richtigen Spur und hier kann es dann weitergehen. Also, und nun ein bisschen Musik, um euch die Zeit ein bisschen zu vertreiben, bis wir am Abschlag der 10 sind.